Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Visual Trend Remixes von Adobe Stock. Ich bin Digital Artist Justin Peters aus Stuttgart und ich werde euch heute mein Bild, welches in Zusammenarbeit mit Adobe Stock entstanden ist, einmal zeigen und euch ja, kurz und knackig durch meinen Bearbeitungsprozess führen bzw. ja, ein wenig erläutern, wie ich zu meinem finalen Artwork schlussendlich gekommen bin. Und zwar sollte ich zum Adobe Stock Visual Trend Thema kreative Realität ein Artwork erstellen, das sowohl Natur als auch die menschliche Vorstellungskraft vermischt. Also genau den Stil, den ich eigentlich auch bei meinen persönlichen Arbeiten verfolge. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass sich Adobe Deutschland dabei mir gemeldet hat für die Visualisierung dieses Projektes. Danke dafür nochmal. Grüße gehen raus an der Stelle an Adobe Stock. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe hier einen Blick in die Adobe Stock Visual Trend Galerie zum Thema kreative Realität geworfen, aus der ich mir dann schlussendlich auch ein Bild aussuchen sollte zum Bearbeiten. Wer mit Adobe Stock schon mal gearbeitet hat, weiß, die hochqualitativen Inhalte zu schätzen. Wir haben hier nicht nur Fotografien im Bereich von Porträt, Natur und Landschaften. Wir haben hier auch Videos zur Auswahl. Wir haben Grafiken, Illustrationen, hier bereits Collagen und bereits fast fertiggestellte Fotomanipulationen teilweise. Ich habe hier eine riesen Auswahl bekommen an tollen Bildern. Und ja, sollte mir ein Bild aussuchen, was ich eigentlich auch recht schnell getan habe. Ich habe mich nämlich recht schnell für dieses Bild entschieden, mit dieser jungen Dame und den wundervoll geschwungenen blauen Haaren hier. Das war nicht das einzige Bild, zu dem ich eine Idee hatte, aber so das erste Bild, wo ich sofort eine Idee im Sinn hatte und eigentlich auch schon das fertige, wo sich eigentlich auch schon das fertige Artwork festgesetzt hatte in meinem Kopf. Und zwar habe ich mir gedacht, diese auffällig blauen Haare kann man eigentlich super mit Wasser bzw. einer Welle kombinieren, überblenden, die quasi zum Betrachter hin hereinbricht. Und ja, für dieses Konzept habe ich mich dann auch entschieden und dieses dann auch visualisiert. Dazu kommen wir gleich in Photoshop dann. Wir haben hier jetzt noch die Auswahl, einmal neben dem Bild hier rechts das Bild zu lizenzieren, eine Lizenz zu erwerben oder hier eine Möglichkeit, die Vorschau zu speichern. Eine Funktion, die ich richtig gut finde bei Adobe Stock, die ich auch sehr oft benutze, gerade wenn man verschiedene Objekte braucht, benötigt für seinen Bearbeitungsprozess, für sein Bild, aber einfach noch nicht sicher ist, ob ja, diese Objekte, die man ausgewählt hat, jetzt wirklich auch zusammenpassen. Deswegen lade ich mir oft erstmal die Vorschau runter, ist dann eine kleine Version quasi dieses Bild, des Originalbildes, die man auch in Photoshop aus der Bibliothek quasi direkt in Photoshop selbst in das Bild ziehen kann und dann schauen kann, hey, wie passt das zusammen? Ist das so, wie ich mir das vorgestellt habe, ohne das Bild vorab zu lizenzieren und kann dann hinterher sagen, wenn ich damit zufrieden bin, okay, jetzt erwerbe ich die Lizenz dafür. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt in Photoshop und schauen, wie ich von diesem Originalbild hin zum finalen Artwork schlussendlich gekommen bin. Hier in Photoshop haben wir die 7 Bilder erst einmal im Überblick, die ich für das komplette Bild verwendet habe und ja, die ich auf Adobe Stock für dieses Projekt lizenzierte. Als erstes gehen wir aber hier erstmal in meinem Bearbeitungsprozess natürlich in die Hintergrundebene, Ebenengruppe und schauen uns hier nochmal das Originalbild an. Das war der Ausgang. Ein Schritt, den ich eigentlich ganz zuletzt gemacht habe, den wir hier aber gleich zu Beginn mit einbauen können, ist, ich habe hier eine bisschen freigestelltere Version des Originalbildes. Und da habe ich nämlich hier dann doch relativ zum Schluss noch einen anderen Hintergrund eingefügt. Gibt dem ganzen Bild so ein bisschen mehr, ja, Tiefe mit, ein bisschen mehr Surrealismus, auch so diese grüne Wiese, die so langsam in die Dürre und letztendlich ja, in die Wüste übergeht. Ein paar Farbanpassungen habe ich allgemein getätigt, vor allem hier im Gesicht für die Hautfarbe, damit diese ja, so ein bisschen mehr mit der Farbe des Sandes hier, der Dünen, harmoniert. Was ich auch noch gemacht habe, war, ich habe hier die Dynamik von den Dünen hier vor allem am vorderen Rand ein bisschen reduziert, damit diese einfach besser zusammenpasst mit den doch relativ
entsättigten Hintergrund des Originalbildes. Was ich dann gemacht habe, ich habe mich ja dem eigentlichen Konzept gewidmet. Und zwar, ja, diese blauen Haare mit einer Welle zu kombinieren. Als erstes habe ich hier mir nämlich dafür dieses Bild in der Mitte unten genommen, das eingefügt und vertikal gespiegelt, da ich wollte, dass die Welle das Wasser nicht einfach nur quasi hier von oben herab bis zum Bilderrand unten hinwegfließt, sondern wirklich, ja, das Ganze dem Bild so ein bisschen mehr Bewegung mitbringt und die Welle quasi so hier von oben nach unten und wieder zum Betrachter hin quasi entgegenschießt. Genau, das Originalbild habe ich vertikal gespiegelt und im Nachhinein später auch nochmal etwas geneigt und angepasst. Freigestellt habe ich das Ganze. Hier sehen wir das freigestellte Objekt. Freigestellt habe ich das Ganze über Auswahl und Farbbereich. Wir haben hier doch einen guten Kontrast zwischen den weißen feinen Partikeln und dem Grau und den dunklen Blautönen. Da eignet sich die Auswahl mit dem Farbbereich doch ja in den meisten Fällen sehr gut und habe hier dann nach und nach erstmal den Himmel herausgenommen, den rechten Teil und dann hier den oberen Teil noch. Genau. Bis zu dieser Version. Dann ging es daran, den Wasserstrom hier quasi, der von oben herabfließt, bis zur Welle, bis zum Wellenende hinzuzufügen. Den haben wir hier in der Welle-Mitte-Ebenengruppe. Und zwar habe ich da einen Teil aus demselben Bild wie für diesen Teil hier herausgenommen, etwas vergrößert und angepasst, transformiert. Und das hat eigentlich so ganz gut gepasst. Was jetzt noch wichtig war, hier diese äußeren Ränder ja noch etwas realistischer aussehen zu lassen. Dafür habe ich hier das Bild links oben und das Bild oben in der Mitte verwendet und auch wieder nur hier diese Ränder außen der Wellen genommen. Und zwar hier einmal links. Ebenfalls wieder über Auswahl Farbbalance beide Teile freigestellt. Hier haben wir den Teil rechts. Und dann habe ich für den linken Teil hier noch ein paar Farbanpassungen, ein wenig Schatten hinzugefügt, auch nochmal hier mit einem soften schwarzen Pinsel. Ein bisschen Schatten hereingezeichnet, das Ganze abgedunkelt, mit Farbbalance die Farben angepasst. Ja. Soweit war das eigentlich mal so die erste Version des Bildes, die ich hatte. Wichtig war für mich, ich wollte auf jeden Fall die Welle hier schon oben am Haaransatz an der Stirn beginnen lassen. Aber ich wollte auch noch ein paar andere Objekte hinzufügen, um das Ganze einfach ja ein bisschen interessanter zu gestalten. Ich wollte das Bild nicht zu kleistern mit irgendwelchen Objekten, aber so sah das Ganze doch ja schon recht langweilig aus. Das erste, was ich gemacht hatte, war, ich hatte hier vorne einen Surfer noch hinzugefügt, der quasi hier aus den Wellen hervorspringt. Hab mich dann aber doch entschieden, hier das Bild rechts unten zu nehmen und die Fische hier, die man quasi hier durch den Wasserstrom sieht, hinzuzufügen. Das Bild habe ich über Bearbeiten, Transformieren und Verformen angepasst und dann mit dem Mischmodus Negativ multiplizieren und einer Ebenenmaske, ja, hereingezeichnet. Der letzte Part der Welle war der Teil oben am Kopf, wie ich gerade eben schon erwähnt habe. Dort wollte ich quasi schon eine neue Welle hinzufügen, die quasi nach dieser großen Welle, die dem Betrachter entgegenschießt, quasi schon hereinbricht. Hab da wieder mit einem weichen schwarzen Pinsel einen dezenten Schatten hinzugefügt und habe dann hier noch ja, diesen linken Teil, den ich hier schon hatte, nochmal dupliziert, verkleinert und hier oben angepasst am Haaransatz an der Stirn. Und die Farbe ist so ein bisschen nochmal angepasst an der, ja, für die Haarfarbe der jungen Dame. Und dann ging es darum, nochmal ein paar kleine Objekte hinzuzufügen. Dann habe ich hier noch einen Seestern hinzugefügt, auch ein
ja, ein wenig Schatten wieder, um das Ganze etwas realistischer aussehen zu lassen. Habe ich aber hier schon ja die beiden Ebenen zu einer Ebene kombiniert quasi. Etwas Dynamik habe ich aus dem Bild, aus dem Seestern herausgenommen, mit einem weichen weißen Pinsel diesmal und dem Mischmodus weiches Licht, wie wir hier sehen. Ja, ein paar Lichteffekte noch hinzugefügt, dann habe ich hier noch diese zwei Möwen. Wir haben hier das Originalbild des Seesterns und rechts oben das Originalbild der Möwen. Ja, das ging recht schnell, die auszuschneiden, da diese ja schon quasi isoliert auf einem weißen Hintergrund waren. Das heißt, das war hier dann doch recht schnell erledigt, diese zwei Möwen noch hinzuzufügen. Dann habe ich mit einem Pinsel hier noch ein paar Partikel- und Wassereffekte quasi noch hinzugefügt. Hier unten hier ein paar kleine Partikel noch hinzugefügt. Was ich da noch gemacht habe, bevor es wirklich zum finalen Touch ging, war ein paar Licht- und Schatteneffekte mit einzubauen. Hier das Licht, das quasi vom Hintergrund hier nach vorne scheint. Und ja, in der Mitte der Welle ebenfalls noch die Schatteneffekte. Zusätzlich noch vor dem Final Touch habe ich da noch ein Color Lookup hinzugefügt, das ich eigentlich ja bei meinen persönlichen Projekten eigentlich immer als letzten Schritt nochmal mache. Ganz dezent kann man hier, das ist jetzt Kodak, kann man hier auswählen. Ja, gibt nochmal einen guten Touch dem Bild mit, bevor es dann, meistens mache ich das in Adobe Photoshop Lightroom. Hier habe ich das jetzt in Camera Raw gemacht, den Final Touch quasi nochmal hinzugefügt. Eine Vignette, etwas mehr Dynamik und Sättigung und etwas mehr Kontrast. Ja, und somit sind wir dann auch schlussendlich beim finalen Bild angelangt. Ich bedanke mich sehr herzlich für euer Zuschauen und ja, bis bald. Danke fürs Einschalten.